Siedler, maximale Steuern. Die Schule würde bis dahin gehen, das heißt, da oben kann ich theoretisch noch einen Siedler hinsetzen. Genau. So, im Prinzip bleibt uns jetzt nicht viel anderes übrig, als zu warten. Und ich denke, das mache ich jetzt auch mal. Und dann schauen wir mal, ob ich nicht vielleicht doch Bürger kriege. So, Jungs, es ist unglaublich, muss ich sagen. Es ist echt unglaublich, ich habe Alkohol. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, aber hey, schaut mal hier im Lager. 8 Tonnen Alkohol. Die Frage ist nur, ob das ausreicht, um meine Bürger vorübergehend glücklich zu stellen. Also Alkohol ist offenbar viel wichtiger als Gewürze. Gut. Wie auch immer, wir sind trotzdem immer noch in einer positiven Bilanz. Die Frage ist nur, wie schnell ich es schaffe, jetzt auf Bürger aufzusteigen. Aber ohne Werkzeuge funktioniert das normalerweise nicht. Deswegen, juhu, ich habe Werkzeuge und ich habe Alkohol. Das heißt, es könnte klappen, dass wir demnächst... Die Bilanz ist noch positiv, dass wir demnächst Bürger bekommen. Und wir haben schon Bürger. Offenpach, okay. Da machen wir doch dann Offenbach draus. Wunderbar, nochmal Bürger. Und das erste Mal sind wieder unsere Betriebskosten höher. Unsere Steuereinnahmen höher als unsere Betriebskosten. Das ist schon mal gut. Das Wichtige ist jetzt bloß, jetzt freest es wieder wegen Dings. Dass der Nachschub gewahrt bleibt. Wie gesagt, der Alkohol, der hat ja ein Weilchen gebraucht. Bis der da war. 28. Ich habe halt die Befürchtung, dass wir den Alkoholkonsum nicht aufrechterhalten werden können. Deswegen baue ich da hinten mal, wollte ich vorher schon, einen kleinen Marktplatz, um diesen Bereich hier erschließen zu können. Reiße hier ab. Und würde da sagen, da kommt eine neue Schaffarm hin. Kommt deswegen eine neue Schaffarm hin, weil ich da was vorhabe. Ich habe nämlich mit dir was vor. So, und dann würde ich zu dir nämlich sagen, Weg, bitte so. Und dann würde ich zu dir hier sagen... Genau, wunderbar. Dann würde ich die Schaffarm hier nämlich abreißen. Und dann würde ich da... Ich weiß, dass ich 50% Ausfall habe, aber es ist mir wichtiger, überhaupt Alkohol zu haben. Einen permanenten Fluss an Alkohol zumindest. Auch wenn er nicht ganz so permanent... 1, 2, 3. Euer Volk braucht einen Arzt. 1, 2, 3, 4. Zack, zack. 1, 2, 3, 4. Ach, pfeift doch drauf. So, irgendwie war das. Jetzt brauchen wir da im Prinzip bloß noch dich rein. Und unsere Steuererträge sind immer noch höher als die Betriebskosten. Das ist toll. So, und dann würde ich da nämlich sagen,
Damit die sich nicht in die Quere kommen, machen wir die Straße hier weg. So, und du kannst jetzt erstmal schlafen. Wie gesagt, ich möchte einfach nur Alkoholeinkauf hin oder her. Ich möchte einfach nur sicherstellen, dass wir selber auch ein bisschen Alkohol produzieren können für den Fall, dass es nicht genug Alkohol gibt. Also, ihr wisst, was ich meine. So, und wir kaufen so viel Alkohol ein. Hatte ich nicht neulich noch mehr? Dass unsere Bilanz wieder in den Keller geht. So, das heißt, wir haben 50% Ausschuss, aber das ist schon okay. Das ist alles schon okay. So, du bist 51% ausgelastet und du bist 99% ausgelastet und der geht doch nach da hinten. Bei 2 scheint es noch zu funktionieren, bei 3 funktioniert es dann nicht mehr. So. Das ist auf jeden Fall gut. Wir zoomen mal ein bisschen rein. Bären kann man noch keine erkennen. Ist auch ein bisschen schade. So, zu verkaufen haben wir eigentlich außer Gewürzen gerade nicht wirklich viel. Den Rest brauchen wir gerade alle. Aber wir haben Werkzeug für unsere kleinen geliebten Bürger. Da sind Bürger, da sind Bürger. Also da sind keine Bürger, da sind Bürger. Okay, wir brauchen Ärzte. Gut, von den Betriebskosten her würde das... Eure Stadt wächst und gedeiht. Würde das sogar gehen. Dann würde ich den Arzt mal da hinsetzen, oder? Also da nicht. Da auch nicht. Da geht's nicht. Da kann man hinsetzen. Genau, da kann man hinsetzen. Jetzt brauchen wir bloß wieder Steine. Wenn uns die Bürger andauernd die Steine klauen. Wie immer. So. Wir haben schon 130 Bürger. Das ist doch eine tolle Geschichte. Können wir jetzt wieder ein bisschen rauszoomen. Die Feuerwehr bräuchten wir eigentlich auch noch. Wenn wir es genau nehmen würden. Und betriebskostentechnisch könnten wir das uns sogar leisten. So, wie schaut es mit dem Alkohol aus? Ach, du kannst jetzt übrigens, ne? Plus, ja, du kannst jetzt. So. Ich habe schon länger keine Piraten mehr gesehen, muss ich sagen. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich schaue mich hier einfach mal ein bisschen um und guck mal, was die Leute so brauchen. So, wir zoomen mal wieder rein. Ja, und unsere Einkaufskosten sind jetzt halt relativ hoch, aber das ist schon in Ordnung. Dafür,
haben wir auf jeden Fall Bürger, die uns permanent Geld in die Kassen spülen. Ich überlege auch gerade, ob ich nicht doch eine Feuerwehr hinsetze. Und die würde momentan auch alle erreichen, wären 15. Das wäre auch völlig in Ordnung. So, einfach zur Sicherheit haben wir jetzt eine kleine Feuerwehr hingesetzt. Okay, wenn das Haus brennt, kommt da niemand hin. Dann wird es eben abgerissen. So. Betriebskosten. Wunderbar. So, mit dem Alkohol. Ja, der. Das ist so ein kleines Problem, muss ich sagen. Und das hier ist ja natürlich auch nur dazu da, um das ein bisschen hinzuhalten. Also, diese Alkoholeinkauferei, das ist schon so ein bisschen kritisch. So, und da kommt natürlich auch kein Typ vorbei. Euer Volk wünscht eine Kirche. Okay, mein Volk wünscht eine Kirche, aber ich muss euch leider sagen, liebste Bürger, das kriegt ihr nicht. Ihr bekommt keine Kirche. Werdet mal lieber 200 und dann überlege ich mir das. Ja, genau. Wunderbar. So. Wie gesagt, die Sache mit dem Alkohol ist halt eine blöde Sache. An und für sich. Du bist gut ausgelastet. Du bist gut ausgelastet. Du auch. Du nicht so. Ist ja aber auch klar. So, zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Und zack. Also das ist so ein zwieschneidiges Schwert mit dem Alkohol. Auf der einen Seite freue ich mich, wenn ich ihn habe. Auf der anderen Seite zieht er meine Bilanz total nach unten. Da kann ich noch einen hinsetzen. Ihr habt eure Aufgaben vortrefflich gemeistert. Ja, wunderbar. Wunderbar. Dann schauen wir doch mal. Dörfer und Städte. Zufriedenheit. Bauvermögen. Besiedelte Inseln. Bonus 701. Wunderbar. Oh, der ist natürlich... Ja, der war auch gut, muss ich sagen. Der war echt gut. Und hier der gelbe Spieler. Der war auch okay. War schon okay. Okay. Und... ja. Toll. Jo, gut. In diesem Sinne bedanke ich mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit zu dieser Mission. Wir sehen uns mit der nächsten Mission wieder. Ich bedanke mich, wie gesagt, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen.